Heute vor 3 Jahren wurde das Ahrtal von einer der größten Flutkatastrophen des Landes heimgesucht. 135 Menschen kamen ums Leben, hunderte Häuser und viel Infrastruktur wurde zerstört. Auch in Nordrhein-Westfalen verursachten Wassermassen große Schäden. Auch dort starben viele Menschen. Eine zentrale Gedenkveranstaltung gab es nicht. Stattdessen wurde in mehreren Orten an die Opfer erinnert. 3 Jahre nach der Flutkatastrophe. Ein kleiner Gedenkgottesdienst in Ahrbrück, einer von mehreren in Rheinland-Pfalz. Man kann es immer noch nicht so richtig begreifen. Kommt natürlich wieder alles hoch und vergessen kann man das sowieso nicht. In Nordrhein-Westfalen ein eher ungewöhnliches Erinnern hier ins Swisttal mit einer Fahrradtour. Ebenfalls mit Andacht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Durch die Flut kamen in beiden Bundesländern 185 Menschen ums Leben. Eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Deutschland. 3 Jahre später, in Bad Münstereifel sind die Spuren der Flut kaum noch sichtbar. Auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben viele Restaurants und Hotels wieder geöffnet. Und doch läuft der Wiederaufbau vielerorts im Ahrtal schleppend. In der Gemeinde Schuld zum Beispiel ist die Bäckerei noch immer ein Rohbau. Die Besitzerin wartet seit Monaten auf staatliche Hilfszahlungen. Es sind noch keine Installationen drin. Macht man jetzt weiter oder hört man auf? Die betroffenen Kommunen fordern weniger Bürokratie bei Bauprojekten, vor allem beim Hochwasserschutz. Zum Beispiel der Bau eines Rückhaltebeckens braucht von der Planung bis zur Umsetzung in dieser Republik etwa 20 Jahre. Das bitte ist keine Perspektive für die Menschen. 3 Jahre nach der Flut. Der Weg zur Normalität ist für viele noch weit.